Es geht zwar um Fancy Force, das ist schon richtig, aber was ich hier tatsächlich zeige, ist eine ältere Version unseres Force-Systems. An den Konzepten hat sich eigentlich nichts geändert und es ist auch nicht geplant, an den Konzepten was zu ändern. Und ich habe eine alte IDE rausgekramt heute in der Hoffnung, dass sie durchhält. Wir haben da nicht so viel Glück mit den IDEs. Die sind auch alle hier entstanden. Wir müssen also ein bisschen Daumen drücken, dass das hier nicht irgendwie zwischendurch jetzt abstürzt. Ich muss ja auch den Rechner wechseln. Ja, es geht also um Dinge, die wir vielleicht ein bisschen anders machen wie andere. Und ich wollte da den einen oder anderen Aspekt vorstellen und auch was dazu sagen, warum ich das anders mache, wie das der Standard vorsieht oder wie auch andere Implementierungen aussehen. So, und dazu habe ich hier eine Datei vorbereitet. Wir bleiben also in diesem System. Die erste positive Überraschung ist, dass er das auch tatsächlich übersetzt hat. Ich will mal sehen, ob ich nachher auch noch das Target zeigen kann, was wir heute verwenden. Und ich habe hier eine Datei vorbereitet, hier auf der linken Seite im Editor. Und die werden wir jetzt ganz einfach mal der Reihe nach abarbeiten. Statt Slides gibt es jetzt nur Quellen. Und dann erster Unterschied unserer Systeme, das haben wir auch schon immer so gemacht und das ist bei der neuesten 32-Bit-Version auch immer noch so, dass wir mit einem tokenbasierten System arbeiten. Das heißt, das Ganze hat immer 128 Token. Das sind alles Primitives, also in Assembler deklariert oder auf der Assembler-Ebene in diesem typischen Force, was man dann manuell erstellen muss. Und wenn ich aus einem Byte, also eben 128 Kombinationen für Token wegnehme praktisch, dann kann ich noch ein Bit habe ich dann noch frei. Und mit diesem einen Bit kann ich anzeigen, dass es sich nicht um ein Token, sondern um eine Adresse handelt. Damit kann ich mit dem Rest sozusagen noch 32 Kilobyte Flash-Speicher adressieren. Die stehen mir also noch für High-Level-Force zur Verfügung. Das halten wir bis heute durch, dieses Prinzip. Obwohl das auch nicht so ganz frei von dem einen oder anderen Nachteil ist, aber das hat einfach ja historische Gründe auch. Denn das Ganze ist ja schon im Ansatz 15 Jahre alt, muss man sagen. Da gab es die ersten Ansätze in dieser Richtung und da sah das mit dem Speicher auch noch ein bisschen anders aus. Heute ist Speicher immer weniger ein Thema bei den Mikrocontrollern, aber das war zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen anders. Dann ist es ein Direct-Threaded-Code-Implementierung. Das ist jetzt mehr so für die Insider, die Force kennen. Die kennen da die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten, wie man es implementieren kann. Und die Version, die ich hier heute habe, ist unsere alte 16-Bit-Version. Die läuft auf einem STM8. Ich habe also auch ein STM-Target jetzt hier angeschlossen, STM8-Target. Ist also nicht jetzt eine Floating-Point-Version, so wie das allerneueste, was ich in der Zeitung vorgestellt hatte. Aber wie gesagt, die grundsätzlichen Konzepte sind ähnlich, deshalb denke ich, ist es vielleicht mal ganz interessant, das eine oder andere davon vorzustellen und warum wir das so machen und nicht anders. Also zunächst einmal geht es natürlich, wenn ich mit Token arbeite, mit Byte-Token, geht es um Speicherplatz. Das war also die ursprüngliche Intention. Wir wollten auch sehr kleine Controller verwenden und dann achtet man natürlich darauf, dass man möglichst kompakten Code bekommt. Das ist also der Grund, warum wir auch nicht Subroutine-Threaded verwenden, denn jeder Wortaufruf würde dann in dieser Welt 3 Byte bedeuten. Und mit einem Token komme ich teilweise ja schon mit einem Byte aus. Und so kommt es, dass diese Version also mit 2500 oder 2,5 Kilobyte Assembler auskommt. Und es gibt noch einen weiteren Unterschied zu anderen Systemen. Das, was hier als Primitives implementiert ist, ist noch kein vollständiges Force, es ist rudimentär. Da fehlen zum Beispiel alle If-Else-Then-Geschichten und Do-Loops und so weiter. Die sind nur in einigen Assembler-Fragmenten vorhanden, aber noch nicht, der Compiler noch nicht vollständig ausgearbeitet. Man muss also erst einmal tatsächlich etwas Hochsprache nachladen und mit dem Kernel und einem rudimentären, aber funktionsfähigen Force liegt man dann so bei 3,6 Kilobyte. Wenn ich jetzt genau nachrechnen würde, wäre es, glaube ich, sogar noch ein bisschen weniger, denn hier sind so ein paar Interrupt-Routinen dabei, die etwas mit diesem Projekt zu tun haben, was ich mir hier geklaut habe. Und deshalb könnte man das auch noch weiter abspecken sogar. Bei der Applikation, die ich hier rausgesucht habe, handelt es sich um einen Pfadregler für den Modellbau, der also ein Signal bekommt von einem Empfänger und das dann entsprechend aufbereitet und dann kann man einen ganz normalen Gleichstrommotor anschließen. Und als Besonderheit, deshalb ist das Programm ein bisschen länger, kann man das Ganze auch als Servoelektronik einsetzen und an einem Poti die Beschleunigung und das Bremsverhalten vom Motor verändern, was für einige Anwendungen im Funktionsmodellbau sehr nützlich ist. Also wenn ich zum Beispiel bei einem Bagger den Turm schwenken möchte,
dann möchte ich nicht, dass mein Antrieb schlagartig anläuft und schlagartig abbremst. Da würden zu große Ströme auch entstehen und möglicherweise auch das Getriebe geschädigt. Deshalb ist es wesentlich schöner, wenn das kontrolliert anfährt und aber auch kontrolliert abgebremst wird, der Motor. Da stecken so ein paar, ja, es sind keine großen Tricks. Und so kommen wir hier insgesamt auf etwa 6,8 Kilobyte für das Gesamtprojekt. So, und vielleicht der erste Unterschied, der allerdings auch nicht untypisch ist für Embedded-Geschichten. Bei uns wird das RAM grundsätzlich nach einem Reset komplett gelöscht. Also das gesamte RAM auf Null gesetzt. Und da wird mir jeder zustimmen, der da schon mal mit zu tun hatte. Das ist eine gute Idee. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn man während der Arbeit, gerade wenn man interaktiv arbeitet mit Forth, irgendwo eine Variable mit irgendeinem Wert belegt hat. Und dann macht man einen Reset und arbeitet irgendwie weiter. Und dieser Wert bleibt aber im RAM liegen und ist dann auch wieder da, obwohl man vielleicht inzwischen was geändert hat in seinem Programm. Also da können Situationen entstehen mit außerordentlich verwirrenden Ergebnissen. Das Schlimmste ist immer, dass es funktioniert und am nächsten Tag funktioniert es nicht mehr, weil dann inzwischen das RAM natürlich die Information verloren hat. Und um solche ekelhaften Fehler, die ja nun mein Lieblingsthema sind, zu vermeiden, ist es eben einfach eine gute Idee, vorher wirklich alles zu löschen, bis auf die zentralen Zeiger, die man braucht, um das System zu verwalten. Also hier zum Beispiel wird normalerweise natürlich nicht gelöscht. Wir haben noch einen zweiten Zeiger im RAM. There heißt der. Der wird natürlich normalerweise auch nicht gelöscht. Aber der Rest grundsätzlich auf Null. Und das werden wir nachher noch sehen. Das gilt auch für die Multitasking-Geschichten. Hier ist ein Multitasking drin nach dem üblichen einfachen Round-Robin-Prinzip mit entsprechend verpointert. Und durch das RAM-Löschen werden auch diese ganzen Pointer auf Null gesetzt, was dann also automatisch auch diese ganzen Verbindungen löscht, sodass man ja im Idealfall in der Lage ist, ein komplett laufendes System nur hier über die Konsole auch wieder zu stoppen und wieder in den Anfangszustand zu versetzen. Gut, das war vielleicht der erste größere Unterschied. Token Threaded, was bedeutet das? Ich habe hier einmal ein ganz einfaches Forthwort. Das besteht also nur aus diesem Over-Over. Die Formulierung ist bestimmt nicht unbekannt in Insiderkreisen. Und das, so wie es da steht, belegt gerade mal 4 Byte. Also wir haben vorne ein Call X auf diesem Prozessor und X ist vorher initialisiert mit der Adresse von Next. Damit kann ich das mit einem einzigen Byte auslösen. Und dann haben wir noch zwei Token für Over und ein Token für Exit, also 4 Byte. Und das Ganze läuft. Und das kann ich übrigens, hatte ich mir vorgenommen, hier auch mal zeigen, obwohl das, ja, machen wir mal ein 10 und gucken uns das an. Und dann sieht man hier, also FD ist jetzt hier dieses Call X, dann haben wir hier die beiden Token. 4.2 ist Exit und dann kommt schon das nächste Wort mit. Das beginnt natürlich dann auch mit einem FD, üblicherweise, wenn es sich um ein Hochsprachenwort handelt und so weiter. Also kompakter geht es an dieser Stelle nicht. Es ist aber auch klar, Geschwindigkeitsrekorde bricht man damit natürlich auch nicht. Das ist die Kehrseite der Medaille. Dann, was wir hier sehen, ist unsere zweite IDE. Die allererste IDE habe ich vor, ich glaube, das muss inzwischen 17 Jahre her sein oder so, eigentlich als Prototypen gehackt. Und das wurde tatsächlich in den ersten Projekten auch verwendet. Die IDE, die wir jetzt hier sehen, ist das Ergebnis einer Diplomarbeit. Die ist aber auch schon steinalt. Ich muss sie heute nehmen, weil ich vorhatte, ein bisschen was auch hier den Grafikschreiber zu benutzen. Das werden wir gleich sehen. Und es gibt inzwischen eine neue von Gerald. Und wahrscheinlich gibt es eine noch neuere demnächst. Also das ist eine never-ending story, kann man sagen. Alle IDEs, die wir bisher hatten, haben so ihre Macken und neigen dazu, sich manchmal komplett aufzuhängen. Und das ist eine Situation, die wir jetzt endlich mal in den Griff kriegen müssen. Aber die Targets sind davon eigentlich nicht berührt und haben sich dann doch als sehr, sehr zuverlässig herausgestellt. Ich meine, bei den Anzahl von Projekten, die wir hier realisieren und bei der Stückzahl von Modulen, die wir hier pro Jahr verkaufen, würden wir das merken, wenn die nicht stabil laufen würden. Diese IDE hier hat einen Dreikanalschreiber drin, der sich ganz furchtbar einfach ansteuern lässt. Ich brauche hier nur ein Steuerzeichen ausgeben. Das ist hier einmal 29, 30 und 31 für Rot, Grün und Blau. Und ein Byte Wert. Und dann setzt, das werden wir gleich sehen, der Schreiber einen Punkt auf den Bildschirm und bewegt sich dann automatisch auch nach links. Also als hätte man ein Papier mit einem Schreiber, der dort drei Stifte drauf hat.
So, das ist hier vorne eigentlich nur, weil wir es gleich brauchen. Machen wir weiter mit dem Stackaufbau und den Tasks hierbei. Und da gibt es ebenfalls Unterschiede zum Standard. Zunächst mal fällt auf, dass die Task, die hier oben deklariert wird, nur einen Parameter hat und nicht wie üblicherweise zwei. Am besten, ich starte das einfach mal. Das Ding heißt Start Demo. Ich gehe mal auf die grafische Darstellung. Wenn wir Glück haben, läuft das jetzt auch. Oh, Moment. Start Demo. Wir haben Glück. So, das simuliert jetzt so einen alten Papierschreiber im Grunde genommen. Also nicht ein Oszilloskop, wäre ganz ähnlich, aber so ein Papierschreiber finde ich noch praktischer. Und der lässt sich jetzt von der Zielhardware her eben mit diesen Steuerzeichen sehr einfach ansteuern. Also was man hier sieht, läuft auf der Zielhardware und nicht auf dem PC, sondern auf dem PC nur visualisiert. Und jetzt gehen wir mal zurück zu der Quelle hier. Das ist dieses Demo, die Demo-Task, die ich jetzt gestartet habe. Zunächst einmal, und das ist jetzt nur eine Überraschung für Leute, die Force vielleicht in der Form nicht kennen, habe ich nach wie vor meine Konsole. Und ich kann mir jetzt einfach mit Demo-Dump mal den lokalen Speicher dieser Task angucken. Und das ist deshalb möglich, weil die beiden Stacks, die hier benutzt werden, nicht in die gleiche Richtung laufen, wie es üblich ist, sondern gegeneinander. Das, was ich hier sehe in dem Dump, ist zunächst einmal 8 Bytes hier vorne. Das ist Task Control Block. Der interessiert uns jetzt im Moment nicht so sehr. Am Ende haben wir den Return Stack des Prozessors. Der läuft im Speicher rückwärts, wie gewohnt. Der wird in dieser Version in Forth für die Daten benutzt. Und dann gibt es einen zweiten Stack, der läuft hier im Speicher vorwärts. Der kommt sozusagen von der anderen Seite. Das ist der Daten. Ja, nee, andersrum. Das ist der Return Stack von Forth, oder darf man jetzt nicht durcheinander kommen. Das hat natürlich sehr weitreichende Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man hier die Primitives implementieren muss. Es ist auch ein ganz kleines bisschen umständlich. Ich habe es trotzdem gemacht, weil alleine diese Möglichkeit, dass man sich hier so einfach einen Einblick in den Stack verschaffen kann, fand ich so reizvoll, dass ich das also auch bis heute beibehalten habe, das so zu machen. Ein Stack dimensionieren ist immer kritisch. Die meisten Leute heutzutage retten sich einfach mit Prozessoren oder beziehungsweise mit Computern, die sehr viel Speicher haben, und dann wird er irgendwie groß angelegt und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Aber wenn ich einen sehr kleinen Chip habe, dann muss ich natürlich den Speicher auch effizient verwalten und mir einen Eindruck davon verschaffen, wie viel Stack meine Tasks eigentlich benötigen. Und das ist hier auch im laufenden Betrieb möglich. Und weil ich den Speicher vorher auf 0 initialisiert habe, sehe ich jetzt hier in diesem Dump in der Mitte eine Lücke mit lauter Nullen, geht hier einmal quer rüber. Das ist also das, was bisher offensichtlich noch nicht benutzt wurde. Und man kann das Programm jetzt auch mal theoretisch 2, 3 Tage laufen lassen und dann immer noch mal nachgucken, hat sich an dem Stackbedarf was geändert. Darf ich nicht vergessen, dass dieser Stack hier nicht nur von Forth benutzt wird, sondern auch von den Interrupt-Service-Routinen, die jetzt vielleicht gerade in diesem Moment diese Task unterbrechen. Die kommen ja noch oben drauf. So, wenn sich die beiden Stacks in der Mitte treffen, gibt es natürlich einen Knall und das System stürzt ab. Das ist nichts Neues, das ist ja grundsätzlich immer so. Der Vorteil hier ist, ich kann nur einen Wert, nämlich die 60, falsch angeben und ich kann nicht zwei Fehler machen. So, das ist jetzt nochmal wieder was für Leute, die Forth nicht kennen, was eben auch schon bei der Spieleentwicklung angedeutet wurde, dass man so wunderbar interaktiv eingreifen kann. Und ich habe hier für dieses Demo eine Speed-Variable. Da steht, glaube ich, 50 drin. Ich kann da ja mal 20 reinschreiben. Hoppla. Und die Auswirkung ist also unmittelbar. Ich kann mir auch die eine Temp-Variable, nee, Quatsch, 1 heißt die, kann ich mir mal ausgeben lassen. Und dann sieht man, dass die natürlich jetzt genau wie man diese Sinusschwingung sieht, die dieser Wert immer hin und her. Und ich kann auch ordentlich reinfuschen, indem ich nämlich einfach mal eine 0 in Temp einschreibe und eine 0 in Temp 2. Das sind die beiden Variablen, die hier so schön oszillieren. Und dann hat das nicht geklappt, weil ich mich verschrieben habe. Ja, genau. Entschuldigung, das ist ein Vorgriff auf objektorientiert. Vergessen. So, nochmal. So, jetzt habe ich fast eine Nulllinie. Hat nicht ganz geklappt, weil das zeitlich jetzt nicht so sauber koordiniert ist, dass ich beide wirklich gleichzeitig auf Null gesetzt habe. Diese Zeile, die man da sieht, muss ja interpretiert werden. Das dauert einen Moment. Deshalb ist das jetzt hier an dieser Stelle, hat das nicht geklappt mit dem
Zeitgleichen setzen. Und ich kann das wieder anwerfen. Was hatte ich denn? Ich glaube, 15.000 war der Wert. Temp 1 Store. Und dann setze ich die Schwingung mit der vollen Amplitude wieder ein. Also das ist es ja, das wissen wir im Verein, aber die Leute draußen wissen es möglicherweise nicht. Das ist ja das, was die ganze Sache überhaupt interessant macht. Dieses interaktive Eingreifen und das Debuggen, die Bugmöglichkeiten, die man hier hat, ohne dass man einen extra Debugger braucht oder sich mit der Handhabung von so einem Debugger herumärgern muss. Gehen wir mal wieder in die Quelle. Das war also das. Der Algorithmus kommt natürlich ohne Sinus und Cosinus aus. Das ist diese einfache, ach, den Fachausdruck kenne ich nicht. Zwei Integrierer hintereinander im Grunde genommen. Immer gleich ein schwingfähiges System. Was ich hier noch machen kann, das mache ich jetzt auch mal lieber. Ich kann das Programm, heißt Demo, einfach mal anhalten. So. Demo ist im Grunde genommen eine Doppelvariable. Ich kann uns das auch angucken. Da kommen zwei Werte raus, nämlich einmal im RAM die Anfangsadresse 261 und dann die Anzahl der Bytes auf dem Stack. Das sind ja 68. 60 wollte ich haben, 8 baut er immer dazu für den Task Control Block. So, was haben wir noch? Jetzt kommen ein paar Einblicke in, ich hatte angekündigt, dass ich so ein paar Lieblingsworte von mir zeigen wollte, die wir auch schon seit Jahren im Modellbau immer verwenden. Da sind so ein paar Sachen dabei, die jetzt nicht so aufregend sind. Aber gut, nichtsdestotrotz, was wir immer brauchen, sind diese beiden, Moment, diese beiden Teile Shrink Enlarge. Ah, da bin ich reingefallen. Ich muss mal irgendwas korrigieren hier. Kleinen Moment weggucken. Das ist nicht in Ordnung, Jörg. So. Muss ich auch nochmal übersetzen. Gut. Shrink ist eine einfache Funktion, die praktisch einen Totbereich erzeugt. Und das brauchen wir immer, wenn wir Daten annehmen von einem Fernsteuersender, weil so ein Kreuzknüppel in der Mitte natürlich auch mal so ein bisschen wackelt. Und diese Informationen wollen wir nicht haben. Deshalb baut man da immer einen gewissen Totbereich ein, bis das Ganze anspringt. Und das kann man mit dem Shrink realisieren. Umgekehrt Situation bei den kleinen DC-Motoren. Die wollen nicht bei beliebig kleinen Spannungen anlaufen. Tatsächlich sind es ja keine Spannungen, sondern es ist mal eine Pulsweitenmodulation. Also bei sehr kleinem Duty Cycle wollen die nicht anspringen. Deshalb überspringt man das letztendlich auch und das macht hier dieses Enlarge, was einfach den Wertebereich um den Nullpunkt herum vergrößert. Und dann ebenfalls sehr banal, aber vielleicht zur Abwechslung auch mal was Banales. Limit begrenzt einfach den Wertebereich und zwar sowohl im positiven Bereich als auch im negativen Bereich. Und weil das so schön ist, jetzt muss ich das allerdings mal eben nochmal neu übersetzen. Sekunde. Nehmen wir das hier. Weil ich da eben geändert habe. Das sind immer so leicht kritische Momente, aber es hat geklappt. Jetzt müsste das mit dem Zeigs funktionieren. Ja, da sieht man jetzt in einer grafischen Darstellung mal, wie diese Funktionen funktionieren. Das Rote war die Shrink-Geschichte. Das heißt also, in diesem Bereich erzwingt Shrink praktisch die Ausgabe, den Ausgabewert 0 und reagiert erst, wenn der Eingabebereich, den wir hier auf der X-Achse haben, halt darüber hinausgeht. Das ist jetzt wirklich nichts Aufregendes. Und das Gegenstück Enlarge hier springt also, sobald ich von 0 abweiche, gleich auf den entsprechenden Eingangswert. Und sieht dann entsprechend so aus. Und das Blaue hier kann man sehen, das ist hier ein Limit. Da ist der Wert ganz einfach eingeschränkt in diesem Bereich. Trivial. Zeigt aber auch mal wieder, wie schön man mit so einem einfachen Schreiber auch Dinge visualisieren kann oder auch überprüfen kann. Das werden wir gleich noch sehen. Das Ding ist turbo nützlich. Also das habe ich schon öfter für die deutschen Sachen benutzt. Auch um Feldstärken von Empfängern zu visualisieren und dann kann man aus großer Entfernung mal hingucken, wie entwickelt sich das gerade, wenn ich an der Antenne rumbiege. Also es ist wirklich sehr nützlich. Wir wollen das unbedingt in unserer nächsten IDE wieder drin haben. So, jetzt geht's weiter. Was habe ich jetzt? Schnelles arithmetisches Schieben. Auch ein Problem, was man oft hat, gerade in Force, gerade wenn man 16-Bit arbeitet, gerade wenn man einen Prozessor hat, der nicht so viel Dampf hat.
Da geht es oftmals darum, dass zumindest bei unseren Applikationen, dass man Werte skalieren möchte. Und im Standardforce gibt es halt eben nur ein Shift L und ein Shift R und vielleicht ein zweimal zugeteilt. Das war es dann aber auch schon. Wir haben aber oft die Situation, dass man um mehrere Bits verschieben will. Und da haben wir auch uns einen Standard gebastelt, der so aussieht. Das ist nämlich ein Wort, was rechts schiebt in Assembler. Ich mische oft Assembler und Force direkt. Und wir können uns mal ansehen, wie das gemacht ist. Dazu klicke ich hier mal eben doppelt und da doppelt. Dann sehen wir die Deklaration. Hier wird also eine Assembler-Routine, die Shift in Klammern heißt, der Token von dieser Assembler-Routine einmal kompiliert und dann nochmal der Wert, der sich zu dem Zeitpunkt auf dem Stack befindet. Dieses Negate hat wieder technische Gründe, weil ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber es muss irgendwie mit Assembler günstiger gewesen sein, hier mit dem Invertierten zu arbeiten. So, also das werden diese beiden Bytes kompiliert und das ist es. Wo sind wir? Da unten sind wir. Genau, und damit ich diese 5 als Parameter da reinkriege und nicht zur Laufzeit da irgendwie reinbasteln muss, sondern das zur Übersetzungszeit machen kann, wird hier mit der eckigen Klammer nochmal die Kompilation unterbrochen und dann hier mit der eckigen Klammer wieder eingeschaltet. Was soll das überhaupt, das Ganze? Naja, dieses Wort belegt im Speicher dann tatsächlich auch wieder nur 4 Byte. Und das ist deutlich weniger, als wenn ich 5 als Literal zur Laufzeit auf den Stack bringen würde. Da muss ich ihn da wieder runterholen, dann irgendwie in eine Assembler-Schleife einspeisen und so weiter. Also diese Variante ist gewöhnungsbedürftig, aber deutlich schneller. Ja, was ebenfalls bei uns häufig gebraucht wird, um verschiedene Verhaltensweisen von solchen Modellen nachzubilden. Also das ist eins unserer ersten Verbesserungen, ist auch wirklich erschreckend banal, aber wir waren eigentlich so ziemlich die ersten, die Fahrträder gebaut haben mit einer Verzögerung drin, dass so ein LKW nicht wie ein Formel-1-Auto losfährt, sondern wirklich wie ein schweres tonnenschweres Fahrzeug sich in Bewegung setzt. Gut, hat vorher aus irgendeinem Grund noch nie einer gemacht. Egal, dafür benutzen wir sehr gerne solche IER-Filter. Und IER-Filter steht für Infinite Impulse Response. Das heißt, wenn man da mit einem Sprung reingeht, dann der Ausgangswert erreicht nie den Eingangswert. In einer mathematisch perfekten Welt mit beliebiger Auflösung haben wir hier nicht. Wir haben hier ein 16-Bit-System mit einer sehr begrenzten Auflösung. Und demzufolge ist das hier auch nur eine Näherung, wie übrigens viele von diesen Mathematikgeschichten, die ich jetzt hier zeige, mathematisch nicht so ganz sauber sind. Die IER-Filter benutzen wir ebenfalls außerordentlich häufig, um bestimmte Verhaltensweisen dort nachzubilden oder auch, sei es nur, um einen analogen Messwert in irgendeiner Art und Weise zu glätten. Dazu habe ich auch hier zwei Demo-Programme fabriziert, die wir uns angucken können. Und dann denke ich mal, schauen wir mal, wie der Filter selber implementiert ist. Wir haben erst einmal Filter 1. Und hier die Reaktion auf einen Sprung. Also das Rote hier ist der Sprung, der praktisch dort reingeht. Und das Gelbe ist das, was aus diesem Filter herauskommt. Und wenn man genau hinschaut, ich weiß nicht, ob es in der Größe zu sehen ist, dann gibt es hier einen Knick hier oben. Und ab hier läuft das nur noch linear. Jetzt müssen wir mal zurückgehen. Das hängt mit der begrenzten Auflösung zusammen, mit der wir hier rechnen. Wir haben einen Wertebereich nur von 0 bis 255. Und dieses IER 32, ja, muss ich jetzt kurz darauf eingehen, wie das implementiert ist, damit man überhaupt versteht, wo das Problem ist. Diese Filter arbeiten immer mit einer Variablen. Einer Variablen, anders wie FIR-Filter, die sind komplizierter. Hier geht es ja immer auch um eine gewisse Einfachheit. Und das funktioniert also so, wird benutzt wie ein normales Store, macht aber Folgendes: Es holt erst einmal den alten Wert aus der Variablen, bildet die Differenz zum neuen Wert und diese Differenz wird dann dividiert durch verschiedene Werte, was hier aus Geschwindigkeitsgründen mit einem Schiebebefehlen realisiert ist. Und dann dieser entsprechend verkleinerte Wert wird dann dem variablen Wert zugeschlagen. Und das führt genau zu diesem Verlauf, den wir eben gesehen haben, wie man es von einem Filter erwartet. Allerdings, aufgrund der Auflösung, mit der wir hier arbeiten, findet das ein natürliches Ende,
Ich teile hier durch 32, indem ich 5 mal nach rechts schiebe. Und wenn mein Eingangswert bzw. die Differenz kleiner ist, dann passiert da nichts mehr. Deshalb ist hier noch ein weiterer Trick dabei. Hier wird bei positiven Zahlen nochmal 31 dazu addiert, um sicherzustellen, dass dieser Filter wirklich immer auf den Eingangswert kommt. Allerdings dann nur noch linear in Einserschritten. Ist natürlich nicht so schön im Grunde genommen, aber für viele Anwendungen ist das ausreichend. Nee, also diese seltsame Konstruktion hier, das ist eine Addition, die nur bei positiven Werten 31 addiert und bei negativen Werten nichts macht. Und da sieht man, ich greife sehr gerne auf so kleine Assembler-Geschichten zurück. Das macht es natürlich immer etwas schwerer nachzuvollziehen, aber na gut. So, wo war ich? Ich muss eben wiederfinden. Hier, jetzt haben wir hier einen Filter 2, in dem ich einfach mal meinen Ausgangswert skaliert habe. Ich habe ihn hier mit 16 multipliziert und den Ausgangswert des Filters durch 16 dividiert. Also die Auflösung, die mir hier zur Verfügung steht, einfach besser ausgenutzt. Und wenn wir das angucken im Vergleich, jetzt ist das etwas zu klein. Ich riskiere das mal eben und versuche hier dieses Fenster zu vergrößern. Manchmal klappt das. Dann sieht man hier vielleicht noch im Vergleich, hier hatten wir dieses Problem mit der Auflösung und dass das Ganze nur noch mit einer Schritten auf den Eingangswert läuft. Und hier sehen wir, dass es sich völlig asymptotisch nähert, so wie man das eigentlich erwartet. Nur dauert das eben nicht endlos, wie es die Theorie sagt, sondern natürlich nur so weit, wie es die Auflösung hergibt. So, und dieses Herumgefummel mit der Arithmetik, gerade mit diesem begrenzten 16-Bit-Arithmetik, hat ja dazu geführt, dass die neueste Version halt eben von vornherein 32-Bit hat und hat auch dazu geführt, dass ich mich dann mit Floating Point beschäftigt habe. Dazu wird es allerdings heute wenig Neues geben. Schauen wir mal weiter, was wir noch alles dort an kleinen Worten drin haben. Das nächste ist ein schnelles Skalieren. Wir kennen das Stern geteilt. Das ist so die Funktion, mit der man in dieser Ganzzahlenwelt eben Skalierungen machen kann, auch mit, ich sage das mal, mit krummen Werten. Das Stern geteilt hat aber den Nachteil, oder beziehungsweise zunächst mal hat es den Vorteil, dass es mit einem doppelt genauen Zwischenergebnis arbeitet. Das ist natürlich ja sehr schön, aber auch sehr langsam. Vor allen Dingen die Division kostet sehr viel Zeit. Und deshalb ist das hier eine Version, die nicht so schön oder nicht so genau arbeitet, aber in vielen Fällen ausreichend ist. Hier wird erst multipliziert, dann ein doppelt genaues Zwischenergebnis erzeugt, wobei streng genommen ist es nicht doppelt genau, sondern hat schon, also ein Byte lasse ich schon weg. Und dann werden die Bytes für das Ergebnis einfach ein bisschen umsortiert und dadurch entsteht eine Division durch 256, die mich natürlich so gut wie gar nichts kostet, geschwindigkeitsmäßig. Und so kann man die ein oder andere Skalierung näherungsweise relativ schnell hinbekommen. Also dieses 3 geteilt zum Beispiel, wenn ich jetzt 1000 eingebe. So, dann bekomme ich, naja, nicht im Rahmen der Genauigkeit, die hier zu erwarten ist, eben auch ein Ergebnis. Nur eben unverhältnismäßig schneller wie mit der normalen Star-Slash-Version. So findet man also auch bei uns überall, weil es ständig irgendwas zu skalieren gibt. Die Timer, die Eingangssignale auswerten oder die Länge eines Eingangsimpulses auswerten, hängen dann immer von der Taktfrequenz ab. Und dann hat man aber auf der anderen Seite beim Motor wieder andere Ansprüche. Und irgendwo muss man immer die Wertebereiche anpassen. Da kommt man eigentlich nicht drum rum. Das ist also eine Sache, die wir sehr häufig benutzen und für unsere Anwendung auch von der Genauigkeit her ausreichend. So, und das nächste, ich sehe gerade, ich bin schon fast am Ende gleich. Das nächste, was wir sehr häufig verwenden, sind Kennlinien. Das ist eigentlich ja wünschenswert, der lineare Zusammenhang zwischen dem Ausschlag eines Kreuzknüppels am Sender und dem der Motordrehzahl ist einfach nicht schön. Man bekommt so ein besseres Steuerergebnis oder ein besseres Steuergefühl, wenn man da so ein bisschen eingreift und dann so eine Kennlinie einbaut und eben auch mit diesem Shrink und Enlarge da so ein bisschen manipuliert. Vor allen Dingen braucht man irgendwelche
Kennlinien, wenn man mit Sound arbeitet. Also bei den Soundmodulen ist das von größter Wichtigkeit. Da haben wir die Dinge auch x-mal drin, um das Verhalten des Sounds, des Motorgeräusches auf die Fahrsituation optimal abzustimmen und auch ein zeitliches Verhalten da reinzubekommen. So, und das ist auch nicht so kompliziert. Letztendlich habe ich hier mal eine seltsame Liste von Werten. Auch wieder demomäßig, das sind 9 Werte. Und es gibt hier zwei Festlegungen. Die Schrittweite zwischen zwei Werten ist immer 32. Und ich muss aufpassen, dass zwei Werte nicht mehr als 1023 voneinander abweichen. Sonst funktioniert die Routine, die dahinter steckt, nicht mehr. Und die ist aus Geschwindigkeitsgründen auch voll in Assembler gemacht und nennt sich Interpol. Damit kann ich jetzt also hier quasi mit einem X-Wert reingehen und bekomme aus der Tabelle einen interpolierten Wert zurück. Das habe ich auch gleich mal wieder in so ein Demo-Programm umgesetzt. Wir gucken uns also mal diese Kennlinie an, wollte ich sagen. Das ist jetzt natürlich nur, damit man sieht, dass da was Komisches passiert. Wir haben hier also einen einigermaßen harmonischen Verlauf und dann sind hier so ein paar Knicke eingebaut. Ich kann mit diesen Kennlinien praktisch natürlich jeden x-beliebigen Verlauf realisieren. Ist ein bisschen schwierig zu editieren, aber wenn man, da muss man ein bisschen viel basteln, aber trotzdem einfacher als jetzt an dieser Stelle versuchen, mathematisch irgendwie ein Polynom, was weiß ich, dritten Grades oder noch mehr, da rein zu fummeln. Zumal mit diesen Einschränkungen in der Mathematik würde das also auch keinen Spaß machen. Es gibt übrigens Prozessoren, die solche Interpolationen schon eingebaut haben. Der S, wie heißt das Ding? S12 meine ich, von NXP, ehemals Freescale, ehemals Motorola. Das war der S12, das ist der Nachfolger von dem HC11. Da ist das eingebaut und der wird angeblich, behauptet der Hersteller, sehr gerne bei Motorsteuerung verwendet. Natürlich nicht im Modellbau, sondern bei echten Benzinmotoren. Gut, ob das stimmt, kann ich nicht überprüfen. Das Ding ist auch ganz schön teuer, sonst würde ich das gerne verwenden, weil das ein toller Prozessor ist, aber der ist für uns leider überkandidelt. So, was haben wir noch? Was auch schon relativ früh realisiert wurde, ist also das denkbar einfachste OOP, was man überhaupt realisieren kann, mit Late Binding. Und das funktioniert folgendermaßen. Guck mal hier in die Quelle. Das ist jetzt eine sehr alte Version, die wir hier sehen. Die ist inzwischen x-mal überarbeitet und verbessert, aber an der grundsätzlichen Funktionsweise hat sich nichts geändert. Und der Ausgangspunkt ist dieses typische Builds DOS, was man mit etwas gutem Willen auch als ein Objekt mit einer Methode betrachten kann. Nicht, also zwischen den Builds und dem DOS haben wir das hier. Nee, wir haben das hier jetzt nur mit Methods leider. Egal, Insider wissen natürlich, wie das aussieht. Steht dann praktisch hinter den Builds, steht, was im RAM angelegt werden muss oder was theoretisch auch im ROM angelegt werden muss für dieses Objekt. Und hinter dem DOS steht dann drin, was zur Laufzeit passiert, wenn man dieses Objekt anfasst. Und ich habe dazu eine minimalistische Erweiterung fabriziert und die liest sich jetzt mit Builds und dann Methods. Und hinter dem Method steht jetzt eben nicht ein Wort oder nicht ein Codesegment, sondern es steht dort einfach eine Liste von Worten, also eine Methodenliste, ganz simpel. Und diese Methodenliste wird mit einem Index indiziert. Der heißt bei uns M. Und M ist ein Value eigentlich, der nur eine Besonderheit jedes Mal hat. Und zwar jedes Mal, wenn man M anspricht, löscht sich das Ding automatisch auf 0. Das heißt, wenn ich so ein Objekt hier anfasse, habe ich als erstes, also habe ich ohne weitere Maßnahmen immer die Fetch-Methode. Und ich kann ein To, das ist aber in Assembler definiert hier, verwenden. Dann bekomme ich die zweite Methode in der Liste und das ist immer ein Store. Und dann kann ich das noch erweitern um weitere Zugriffs- oder Varianten, Plus Store und was immer man sich da vorstellen kann. Man könnte hier auch tatsächlich schon einen kompletten Filter einbauen. Die Möglichkeiten sind dann schon sehr weitreichend. Allerdings ist das sehr low level,
Das heißt also, niemand überprüft, dass bei ihr diese Liste ausreichend lang ist, dass man wirklich den richtigen Index verwendet in Zusammenhang mit dem richtigen Objekt. Da muss sich der Programmierer bitte schön selber drum kümmern. Dafür ist das Ganze hier von der Implementierung her aber auch super einfach. Also das Methods ruft hier eine Assembler-Routine auf, die sich eben aus dem M so einen Index holt und dann sich hier die entsprechende Adresse schnappt und das Wort dahinter aufruft. Mehr ist es nicht. Mit diesem Ansatz kann man dann schon bei der Deklaration eines Value angeben, worum es sich handelt. Also wir unterstützen hier von dem normalen Value, sage ich mal. Haben wir auch noch ein Flag-Value für logische Werte, ein Byte-Value für 8-Bit natürlich, ein Bit-Value, wo man meinetwegen irgendeinen Port hinterlegen kann, der dann eine LED an- und ausmacht. Register, das sind natürlich im Grunde genommen Variablen mit einer festen Adresse, irgendwo im Controller, Timer-Register oder was auch immer. Und in der neuesten Version, die dann 32-Bit breit ist, gibt es dann natürlich auch 32-Bit-Werte, 16-Bit-Werte mit und ohne Vorzeichen. Und der eigentliche Hintergedanke bei der ganzen Geschichte ist, dass ich alle diese Objekte auf ein und dieselbe Art und Weise ansprechen kann. Rufe ich das Objekt auf, kriege ich den Wert von dem, was da drin steht, passend umgewandelt auch für das, was ich auf dem Stack habe. Also bei dem FlexiFlow würde das bedeuten, oder bei dem FancyForce würde das bedeuten, egal was ich hier aufrufe, ich kriege das immer fix und fertig 32-bittig auf dem Stack präsentiert, auch wenn ich ein Bit abgefragt habe und habe da keinerlei Probleme mit irgendwelchen Konvertierungen. Das passiert automatisch. Und umgekehrt kann ich mit dem To, das hier allerdings in Assembler definiert ist, da steht ja auch To ist schon in Assembler definiert, weil das natürlich am häufigsten vorkommt und ein bisschen schneller laufen soll. Mit dem To kann ich alle diese Objekte auf ein und dieselbe Art und Weise ansprechen. Und dann kann ich einfach weniger Fehler machen. Darum geht es. Ich lege schon bei der Deklaration fest, worum es sich handelt. Und besonders nützlich ist das natürlich, wenn ich Programme pflege oder abändere. Besonders fies ist das in einem 32-Bit-System, eine 16-Bit-Variable von Vorzeichen behaftet auf nicht Vorzeichen behaftet zu ändern oder umgekehrt. Da muss man natürlich furchtbar aufpassen, dass man nicht irgendwo dort einen Zugriff übersieht. Sonst hat man eine ganz gefährliche Bombe im Programm drin. Und diese Probleme kann man hier mit diesem Ansatz umschiffen. Ja, also man muss dann auch nicht mehr bei einem Byte ein C-Fetch benutzen und bei einem normalen ein Fetch. Dann gibt es dann vielleicht noch ein W-Fetch und ein D-Fetch und so weiter. Das kann man alles so ein bisschen seltener benutzen oder so gut wie nie muss man es noch benutzen. Und das reduziert einfach die Anzahl der Fehler, die man da machen kann. So, und jetzt habe ich überhaupt nicht auf die Zeit geachtet und habe keine Ahnung, wo ich da zeitlich überhaupt stehe, weil ich nicht aufgepasst habe. Du hast Kann mir das überhaupt irgendjemand? kein Problem. Du bist jetzt am Ende deines Slots, aber die anderen haben ein bisschen überzogen. Also darfst du das gerne auch machen. Vielleicht noch so 15 Minuten, reicht dir das? Also 5 bis 10 Minuten reicht dir? Also wir können, ich bin eigentlich, ich könnte jetzt die Methods nochmal, nee, im Grunde genommen sind wir durch. Worüber ich mich freuen würde, wäre noch die ein oder andere Frage. Dann würde ich jetzt hier allerdings diese Oberfläche mal eben ausblenden. Also du würdest Wenn, fragenbasierend weitermachen jetzt wollen. Okay, da dann. ja, ist doch. Passt, dann stelle ich mal in die Runde gleich die Frage. Gibt es Fragen an den Jörg? Zack. Eben meinen Bildschirm wiederfinden. So, ja. Also ich sehe noch keine Hände oben. Ich würde gerne Nö. mehr über die Filter wissen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und ja. Also Was so, im also. Detail? Ja, sowohl allgemein als auch dann, du hast das ein bisschen zu kurz, ich habe da versucht zu folgen, ich wollte es mir dann nochmal im Video anschauen, nochmal in aller Ruhe. Aber ja, Anton hat eine Frage vielleicht vorher noch, dann versuche ich meine zu verallgemeinern. Ja, okay. Na, vielleicht eher ein Kommentar. Also wegen Division durch Konstante, da habe ich halt etwas gearbeitet, ist inzwischen im GeForce drinnen. Ich habe auch ein Paper geschrieben, aber ich glaube Gesehen, für ja. auf, ja, also eventuell von Interesse für dich, wo du, also gibt da einige Standardmethoden. Ich
Wenn du da im GeForce-Code da unter DivConst nachschaust, dann findest du dann die Literaturreferenzen. Ja, das hatte ich gesehen. Wenn ich mich richtig entsinne, da wirst du mich gleich korrigieren, ging es, glaube ich, auch um Multiplikation mit dem Kehrwert und solche Geschichten. Genau, also Ja, das machst du mit dem, die Multiplikation mit 85 ist ja ziemlich nah dran. genau. Ja, das ist schon, möchte ich sagen, fast ein bisschen abgefahren. Denn auf diesen Mini-Dingern ist selbst die Multiplikation nicht so der Hit. Nicht? Das ändert sich natürlich, wenn ich einen schönen 32-Bit-Prozessor habe. Aber auf diesen, ich sag mal, Gurken, mit denen wir hier arbeiten, ist selbst die Multiplikation nicht unbedingt sehr schnell. Ja, das ist schon klar, aber letztendlich, wenn du jetzt, ob du jetzt mit 85 oder mit 86 multiplizierst, macht von der Geschwindigkeit wohl keinen Das Unterschied. stimmt. Und eventuell gibt es eben mit dem anderen Wert ein besseres Resultat. Und Ja, eben ja. in dem Paper steht, wie man auf die richtigen Werte kommt. Das habe ich zumindest mal diagonal, habe ich das mal durchgelesen. Da kann ich mich dran erinnern, ja. Ja, vielleicht, wenn sonst tatsächlich keine Fragen sind, zu dem Fancy Force-Geschichten und so. Bernd hat noch Ah. eine Frage. Ich habe noch eine Anmerkung zu den Filtern, nämlich wenn du den Teil, der abgeschnitten wird durch das nach rechts schieben, wenn du den mit einem Random Offset, also eine Random Number, die genauso lang ist wie dieser Teil, der da abgeschnitten wird, vorher addierst, dann kriegst du einen relativ smoothen Verlauf bis zu dem Punkt, wo du hinkommen willst. Das ist Musst natürlich du ein abgefahrener Trick, natürlich ja. zum Beispiel so einen XR-Shift-Random-Generator machen, der geht auf Ja. so kleinen Prozessoren relativ gut. Also gerade so für Sachen wie bis zu 8-Bit brauche ich Random, dann kannst du XR-Shift nehmen. Tatsächlich hätte ich das auch mit in diese Liste aufnehmen können, da habe ich aber nicht mehr dran gedacht. Wir haben also auch überall Zufallszahlengeneratoren drin. Das hat einen vollkommen anderen Grund. Genau. Und zwar sind die da drin, um das eine oder andere zu verschleiern. Und das hat was mit unseren chinesischen Freunden zu tun und ihrer Kopierfreudigkeit. Wir haben also da einiges drin, um Seriennummern zu verschleiern und solche Sachen. Wobei im Übrigen am Rande von uns ist gerade wieder ein Soundmodul kopiert worden. Das Ding hatte einen externen Seriennummernchip. Und es war klar, dass das der Schwachpunkt ist. Die Chinesen haben daraufhin die Platine um eine kleine Nase erweitert, dann Mikrocontroller draufgesetzt und bilden jetzt immer die Seriennummer nach. Und damit sind natürlich alle Schutzmaßnahmen in der Software wirkungslos. Es wird also immer dieselbe Software verwendet mit derselben Seriennummer und ich finde das ganz toll. Ja, leider hatte der Prozessor, den wir da verwendet haben, keine internen Seriennummern oder interne irgendetwas, was man da hätte verwenden können. Wir mussten extern nehmen. Und ja, es ist zum Kotzen, wenn ich das hier sagen darf. Mal sehen, wie schlimm es wird. Das ist bisher noch nicht so wirklich in Deutschland aufgetaucht, das Ding. Wir werden es erleben. Aber in Aber Deutschland es wird kannst du eben dich dann alles wehren dagegen, oder? schlecht. Sie haben einen taktischen Fehler gemacht. Sie haben auf die Platine Thematik GmbH Oh, aufgeschrieben. na dann. Und ich habe jetzt allerdings erst Anfang dieses Jahres Thematik als Markenname eintragen lassen und damit habe ich einen Zugriff über das Markenrecht. Ansonsten ist das alles ziemlich schwierig und Also Firmen ich habe sind mal. in der EU, glaube ich, automatisch markentragend. Ja, das weiß ich nicht so genau, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe das wieder auf einem kurzen Dienstweg gemacht. Das ist übrigens ganz einfach. Da muss man kein Anwalt sein oder so. Egal, ich habe es trotzdem gemacht. Also selbst ich habe da ja mal lange Zeit recherchiert. Selbst bei Rolex ist es so, dass die beim Zoll das nur abgreifen, wenn es kommerziell ist und wenn da wirklich 10 oder 20 Stück im Paket liegen. Wenn da nur eine Uhr drin ist, ist der Aufwand, steht in keiner Relation. Das ganze rechtliche Nachspiel und so weiter ist so aufwendig, dass die das nicht durchziehen. Und ich würde es auch nicht durchziehen. Der Streitwert lohnt sich einfach nicht. Ich kann nur die Händler versuchen zu ärgern. Wenn Händler versuchen, das hier in der EU auf den Markt zu bringen, dann werde ich natürlich versuchen, was dagegen zu unternehmen. Aber bei Privatpersonen hat das keinen Wert. Mal sehen, was noch so alles kommt. Und die Beschaffungssituation, da hatte ich ja, glaube ich, auch
bei irgendeiner Gelegenheit drüber gejammert, ist eigentlich unverändert. Also von ST bekommt man überhaupt nichts. Null. Also man kann Ware nur einkaufen bei chinesischen Brokern nach wie vor. Bei NXP ist es ein bisschen besser und deshalb muss ich, und das ist eigentlich auch überhaupt nicht wie geplant, ich muss teilweise bei neueren Projekten wieder auf den S08-Prozessor zurückgehen, weil ich was anderes nicht bekomme. Und der hat ungefähr so die halbe Leistung von einem STM8 und auch ein blödes Register weniger. Und da müsste ich Fancy Force und diese ganzen Geschichten komplett nochmal wieder implementieren, wozu ich im Moment überhaupt keine Lust habe. Das ist, oder auch keine Zeit vor allem, es geht gar nicht um Lust. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Also wahrscheinlich werde ich entgegen meinem ursprünglichen Plan zweigleisig weiterfahren und auf den Prozessoren, auf den es geht, mit einem 32-Bit und diesem Floating-Point-Kram und den ganzen, und auf den kleinen Prozessoren muss ich aus pragmatischen Gründen den alten Kram weiterverwenden, weil es sich einfach nicht lohnt, das jetzt alles nochmal wieder durchzuprogrammieren. Das wäre auf diesem kleinen Ding auch deutlich umständlicher. Und ein kompletter Prozessorwechsel ist halt eben immer noch sehr aufwendig. Außerdem habe ich jetzt auch ziemlich viel auf Lager liegen. Das muss ich erstmal alles verarbeiten, dass das wegkommt. Vielleicht in 2 Jahren oder so oder in einem Jahr, dass man dann den Schnitt macht und auf dem MSP 430 oder was auch immer dann aktuell ist, wechselt. Also das zu der Situation. Es ist einfach jede Menge zusätzliche Arbeit. Viele Redesigns, die man machen muss, um überhaupt produzieren zu können. Und das ist einfach nervig. Okay, gibt es also noch an? Ja? Ja, na, wegen MSP 430. Ich kann mich da erinnern, wenn Augsburg oder so hat, wer war das? Klaus Kohl vielleicht, erzählt irgendwie, das ist sozusagen auch schon auf dem Abstellgleis. Also die Frage ist, ob man da drauf gehen soll oder. Ja, wenn ich das wüsste, da fehlt die große Glaskugel. Es ist im Moment immer noch so, es ist alles auf den Kopf gestellt. Also wir haben hier so ein paar Coldfire-Prozessoren. Coldfire ist eigentlich völlig abgemeldet, sollte man meinen, aber die kann ich problemlos einkaufen. Das ist die Ironie an der Geschichte. Abgemeldet, da gibt es noch Restposten, die keiner haben will. Nee, der wird noch produziert, das ist nicht das Problem. Ja. Aber natürlich, wie NXP das immer macht, wenn die Nachfrage geringer wird, gehen die Preise hoch. Die sind also einfach schweineteuer im Vergleich zu dem, was sie können. Aber sie sind tatsächlich gut verfügbar. Und eben gerade so billige Mainstream-Geschichten wie der STM8, das haben die Chinesen einfach übernommen. Das kriegt man nicht mehr anders. Und die Preise haben sich auch etwa eingependelt auf dem Zehnfachen.